Es kann auch nicht sein, dass ich hier immer nur lache, ey, das ist ja furchtbar. Aber das steckt halt einfach an, ne, Voice? Ey, es macht echt einfach so Spaß. Ich erkläre es ja immer den Leuten, die bei uns irgendwie sagen, ah, die lachen immer nur, die sind glücklich und vereint, blablabla. Man kann es ja nicht mehr tragen, aber es ist ja wirklich so. Wenn man hier ist bei euch, das ist, macht Spaß. Ihr versteht euch alle. Wir müssen fast ein bisschen immer uns auf so Krawall bürsten, um auch so ein bisschen, auch ein bisschen, ja, so rüberkommen zu lassen. Aber Mit eigentlich. Bosshaus könnte ich mir vorstellen, dass man da so ein bisschen Krawall vielleicht machen könnte. Jetzt rede ich aber wirklich gerade so Aber scheiße. auch nicht wirklich. Und Auch keinen echten. Also nee, dafür habe ne? ich die Jungs viel zu lieb und ich habe jetzt schon etliche Male bei denen im Studio aufgenommen und so. Also wir sind ja alle Ach, verbandelt. das macht ja auch so, dass ihr euch die Studios so untereinander Ja, wenn man hier erweitert. in Berlin ist, dann ist natürlich eher praktisch, wenn man was aufzunehmen hat, was man ja immer mal wieder hat. Ich habe jetzt öfter mit Savas, mit dem ich gerade ein Album mache, bei den Bossos-Jungs aufgenommen. Und wir waren Du machst richtig ein Album mit begeistert. dem Savas. Ja. Ach, du machst ja auch alles. Wir nennen uns Xavas dann zusammen. Und dann ist alles anders. Welches Team hat dich am meisten überrascht bis jetzt? Von den anderen? Also am meisten überrascht. Also ich sage mal so, mit der Version von Eleanor Rigby, die da Derek und der Benham gemacht haben. So alles in allem dann doch Team Nena, Oder? weil die Also sind ich bin froh, echt. dass du das sagst. Weil ich hatte am Anfang auch so ein bisschen Ponyhofbelächelung in mir Ne, das drin. jetzt ist nicht, das nicht unbedingt. Also ich will auch nicht sagen, dass ich nicht vielleicht auch denke, dass da zu viel Effekt und zu wenig Substanz ist, aber trotzdem, das mit dem Effekt, das kriegen die schon sehr gut hin. Fragen. Die hat Habe baut ich ja auch jetzt mal als. die Nena ein bisschen durch die Blume gedisst endlich? Hä? Ist es mir endlich mal gelungen? Woche schon von avantgardistisch gesprochen hat im deutschen Privatfernsehen, an sich ja schon ein Grund dafür. Ja, cool. So viel dazu. Was ich ganz toll finde, mir total gut gefallen hat und was ich da auch noch auf meinem iPod höre, ist deine Version mit deinem Team, da waren es noch, glaube ich, acht. Ja, ich kenne nichts. Ich kenne nichts, das hat mir so gut gefallen und ich höre immer wieder so, komm Dominik, komm Dominik. Und das macht mir so viel Spaß und dieser Remix von dir alleine gesungen, leider nicht mit den anderen Ich drauf. guck's aber nochmal, wir kriegen es auch nochmal Echt? rausgeeist Ah, aus cool. der ganzen Weil Scheiße, ich für höre einen das ja, ich habe Download das oder halt so. mir irgendwie Ja. rausgefiltert aus Du hast ja dem. Möglichkeiten, ne? Ne, die habe ich aber auch nur zu Hause, du. Aber du hast zumindest mehr Möglichkeiten. Ah ne, doch, stimmt, du hörst natürlich auch. Ich Hm. habe gedacht, du hast vielleicht im Studio gestanden mit deinem Ach so, ne, Privatmikrofon, hast das wie hört sich hochprofessionell das denn? aufgenommen. Na, seit sind wir denn hochprofessionell hier? Aber ich höre es trotzdem immer wieder, aber es hört dann natürlich bei 252 mit Stefan Göttes noch ein weiterer Kunde. The Voice of Germany, eine geile, das kann ich jetzt auch mal mitsprechen, weil ich so oft gehört habe. Anyway, jedenfalls ist der auch da drauf, auf deiner allerersten, Best of will ich gar nicht sagen. Extra für The Voice. Extra für The Voice, Ja, auf ich. der Liedersammlung, die Xavier rausbringt. Heute kommt die raus. Was mich gewundert hat, und ich rede schon wieder sehr laut, kann es sein? Ja, ich Nee, bin sehr laut. so kennen wir dich. Ja, danke. Hat er mich jetzt durch die Blume gedisst? Was mich fast ein bisschen gewundert hat, ist, dass das eine CD nur ist. Ja, man muss ja Du auch bist ja mal. sonst immer so. Ich mag es gerne üppig und so, Ja, aber man muss auch mal das zum Kern der Anlage ist kommen. ja fast ein Understatement hier. Ja, wirklich. Ich Bin ich gar nicht von hab dir mich ganz gewohnt. schön beschnitten. Aber Da so, weißt weißt du du, mal, wie das ist. man muss auch mal straffen, die Angelegenheit. Das habe ich hier bei der Show gelernt. Aber sie sind in voller Länge drauf, wenigstens. Cool, das ist schon mal gut. Ja. Nicht so 2 Minuten Und auch Dings. mein Hund. Und auch da ich ja immer Ach, Angst das vor. ist dein Ich Hund. habe ja Bin auch ich immer das? Angst vor, Ach, ist das ein neues vor Bild? Entführungen. Ich dachte, Deswegen das wäre ein hab ich altes uns Bild. unkenntlich gemacht, weißt Ach so. du? Und ja. Ja, also das hier, alle Entführer, das hat hier mit Xavier Naidoo Das bin ich gar nichts überhaupt nicht. zu Das ist auch tun. nicht mein Hund. Nee, das ist hier ist Lenny Kravitz, ja. Ja. Und das hier ist. Was ist denn das für ein Das ist ein Hund? ausgestopfter Hund. Ach so. Ja, der lebt gar nicht mehr. Echt jetzt? Nee. Das kannst du aber auch nicht ernsthaft. Mann, ich bin seriös. echt, das ist dein Hund? Richtig. Sag schon mal jetzt Das ist mein ernsthaft. Hund, ja, Ach das ist so. der Atze. Atze? Cool. Der Hundesohn Mannheims. Ist ja süß. Und du machst einen Club auf in Mannheim, stimmt? Nee, in Frankfurt. In Frankfurt? Ja. In Frankfurt. Das ist das, wenn du es in Frankfurt schaffst, dann kannst du es auch in Mannheim schaffen.
Ach so, rum. Erstmal in Frankfurt, so erst in Frankfurt die Hörner abstoßen und dann. Ich muss jetzt, ich weiß gar nicht, ob das angebracht ist, ob ich das sagen darf, weil ich das gar nicht weiß, wie da die Hintergründe im Moment sind. Ich hatte mit der Sabrina Setlow neulich mal so ein Blind Ear Date gemacht und da habe ich ihr alles vorgespielt. Du wusstest nichts von euch? Doch, wir kannten. Nee, aber ich habe ihr dann so Songs einfach vorgespielt und sie sollte was dazu sagen. Aha, okay. Und das ist jetzt auch gar nicht hier drauf, es hat auch überhaupt nichts damit zu tun, aber ich fand die Geschichte so schön. Und da habe ich ihr alles vorgespielt, ja, so alles. Weil ich das total gerne mochte von euch beiden. Und da hat sie geweint. Echt? Ja, sie hat geweint. Das erzähle ich jetzt eigentlich praktisch nur so. Ja. Die hat echt geweint, hat sie gesagt, boah, das sind so schöne Erinnerungen. Mhm. Und fiel mir jetzt gerade bei ein, weil meine ich, das auch Schwester. Ich das total gerne mag und die auch viel zu dünn ist. Die CD ist viel zu nein, dünn. Nein, die Sabrina Setlow. Ach so, die CD, wie gesagt, aber das, du kannst ja noch eine zweite Liedersammlung rausbringen, weil wie viele Songs hast du? Du hast 4 reguläre Alben rausgebracht. Ja. Und das sind aber 3, 5, 6, 7 CDs, glaube ich. Ungefähr. Also wir haben 7 Stunden Material auf jeden Fall. Ja, cool. Für ein 7-stündiges Konzerterlebnis. Das ist so wichtig, aber für mich. Ja, aber du bist der Autonah. Ja. Das ist ja cool, da passt das ja. So, dann vervollständige bitte noch diesen Satz. Mein Leben ist. Mein Leben ist.